müssen nur noch einen Ausweg finden. Wem soll das denn nützen? Sind wir gerade in diesen nervigen Raum gekommen. Wo wir bestimmt noch ordentlich was weghauen dürfen. Die hier zum Beispiel. Aber die gehen ja alle noch. War das schon alles? Solange das jetzt nicht viel mehr wird, ist doch alles gut. Yes. Da ist das alles gut. Nur noch die Wände aufmachen. Ich glaube, da ist nicht so viel hinter. Nö. Boah, richtig großer Batzen Gold. Wem soll das denn nützen? Mal gucken. 1600, 1500, 1514. Oh, nice. Wir haben ja jetzt schon wieder so viel Geld. Ganz nett, aber unnütz. Wirklich, Geldprobleme sehe ich bei uns im Moment. Kein Stück. Also das sehe ich wirklich nicht. Ganz nett, irgendwelche Geldprobleme bekommen sollten. Wem soll das denn nützen? Yes, kurz gucken. Alles gut. Ja. Ich glaube, dann haben wir hier alles. Da haben wir. Hier waren wir, glaube ich, doch, hier kamen wir her. Lull. Das haben wir. Dann haben wir alles. Nice. Ab in den nächsten Raum. Nee, mittlerweile müssten wir auch schon fast alle Räume gemacht haben. Wollten wir zwar nicht, aber so viel Gold und so. Das ist auf jeden Fall nichts Verkehrtes oder so. Da unten, in dem Raum waren wir auf jeden Fall schon mal. Halsmaul. Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. War das schon alles? Aber die ganzen Tränke ist ja schön und gut, ne? Aber es sind halt einfach zu viele. Da weiß ich tatsächlich nicht so richtig, wohin mit dem Ganzen. Vor allem, weil die halt auch einfach zu wenig wert sind, wirklich. Die sind echt nicht so viel wert. Anstatt dass man sagen ganz könnte, nett, okay. Aber unnütz. Ich habe keinen Platz. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wie auch immer. Wie kann man eigentlich. Okay, so können wir Sachen wegschmeißen. Weil den Knüppel brauchen wir halt. Ganz nett, aber unnütz. Brauchen wir halt nicht, ne? Genauso wie 50er Umhang, 50er. Hä? Was soll das denn nur sein? Nur das halt schon mal mit, ne? Ich kann auch nicht da alles. Passt nichts mehr rein. Ganz nett. Aber keinen unnütz. Platz mehr. Erst müssen wir etwas los. Ach, ich kann auch nicht alles. Kein Platz mehr. Es fehlt nicht viel, ne? Okay. Nimm das dahin. Dann können wir die Tränke nämlich hier so ein bisschen so machen. Ja, das ist richtig viel Platz. Gewinnen wir dadurch auch nicht. Können wir hier das. Da passt nichts mehr rein! Buch reinmachen. Die ganzen Tränke können da rein. Die ganzen Tränke. Wir können natürlich auch einfach mal welche nehmen. Das for fun. Den Knüppel können wir wegschmeißen. Ich würde ja auch die Lampen nehmen, aber das bringt die uns gleich wieder um und. Nee. Das machen wir nicht mit. Den Dolch könnten wir hier, dann könnten wir nämlich
dich dahin machen. Dadurch kannst du sowas hier alles nehmen. Ich habe keinen Platz. Da noch hin. Du vielleicht noch die hier. Yes. Ich habe keinen... Wem soll das denn? Ich, da passt nichts mehr rein. Wem soll das denn nützen? Ach ja. Warte, ich glaube, wir haben es gleich. Können wir jetzt das da oben hinpacken und die hier hin? Kann da doch noch die Rüstung rein. Bollo. Wir müssen, denke ich, glaube ich, zur 11 nicht eigentlich, ne? Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal was. Das ist doch schon mal was. Lass uns doch mal zur 1. Vielleicht waren wir, in der 1 waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ja, wonach riecht's denn hier? Oh Mann, ey. Ich bin ehrlich, ich muss hier erstmal raus jetzt. Hier kamen wir ganz am Anfang her. Ich glaube, hier ist der Ausgang. Nee, hier ist er nicht. Aber hier ist der Ausgang. Erstmal rausgeschafft. Viel wert. Können wir an sich das nur hinten verkaufen? So. Okay. Dafür machen wir bei dir mal den Wiederfall an. Und dann können wir hier runterspringen. Zack, 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 zack. Da hinten über die Brücke rüber, denn da den Berg hoch und dann. Und dann sind wir gleich da, würde ich mal sagen. Das gibt ja auch wieder Geld. Wir landen jetzt ja locker, sag ich jetzt einfach mal bei 1,7. Nur durchs Verkaufen. Da bin ich mir sehr sicher. Könnten so langsam mal überlegen, ob wir den hier jetzt weggeben, weil wir haben genug Gold und dann XP verlangen. Also hier einen Ausbilder zu. Geschlossen. Wäre meiner Meinung nach definitiv eine Überlegung wert. Das war noch nicht genug. Wir müssen noch mal jetzt lang. Sucht ihr etwas? Yes, wir würden dir gerne wieder ein bisschen Scheiße verkaufen. Ich habe keinen Platz. Ganz nett. Hä? Was soll das denn sein? Alter, ab da. Die besten Rüstungen. Ich werde das jetzt auch noch alles verkaufen, wofür mich alle dafür schlagen werden. Bis bald. Warum ich das denn verkaufe, kommt aber ich habe darauf keinen Bock mehr im Inventar. Hallo, wie geht's euch? Sonst kaufe ich das irgendwann zurück, wirklich. Und genug Gold. Das hätte ich nicht verkaufen sollen. Das war der Feuerring. Zauber. Scheißen wir jetzt drauf. Scheißen wir darauf jetzt oder eher nicht. Wir scheißen da jetzt einfach drauf. Den Stab möchte ich trotzdem behalten. Dann kriegst du das. Dann kriegst du das hier noch. Und das. Keine Ahnung. Das kennt sie noch nicht. Was ist das hier? Entferne Fliegen Feuerball. Das behältst du bei alles. 3. Die kriegst du wieder. Das kriegst du meinetwegen auch noch. Das sind halt einfach viel zu viele Tränke, ne? Wem soll das denn nützen? Werden. Das kann verkauft werden. Das kann auch verkauft werden, das auch. Der Pilz auch.
Das auch. Schwefel behalten wir noch. Der Topas kann verkauft werden. Reaktion, Umhang. Den kriegst du. Der kann darauf verkauft werden. Dann hast du hier noch einiges. Da passt nichts mehr rein. Ganz nett. Aber unnütz. Verkaufen. Keinen Platz mehr. Jetzt schon keinen Platz mehr. Oha. Es ist halt auch echt nicht gut. Gelagert gerade alles. Hallo, wie geht's euch? Verkaufen das. Danke. Ah, das ist noch nicht beendet. Ganz nett, aber unnütz. Das auch nicht. Kenne ich nicht. Das auch nicht. Zu viel Heiltränke einfach. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Fackellicht kann verkauft werden. Das kann dahin, das kann da. Das, der Bogen. Kein Platz mehr. Hat sie im Moment keinen Platz für. Hallo, wie geht's euch? Danke. Bitte? Die besten Rüstungen! Könnten noch auf die 1-7 kommen, ne? Sind halt nur noch... Bis bald! 4.000. Wird aber eng. Kommen wir nicht hin. Nein, da kommen wir nicht mehr hin. So. Das noch dahin. Die Lampe noch dahin, dann kann das suchen. So sieht das schon mal ganz gut aus. Das haben wir alles. Das noch verkaufen. Für einen super Preis habe ich. Ach, scheiße. Was Cooles kaufen. Charisma 3. Charisma 7. Wenn wir das kaufen und das sind wir bei 10, 5, dann haben wir das doch zusammen. Ey, ich muss jetzt noch einmal rausgeben. Du merkst es jetzt an. Chance. Egal. Attribute. 35, 15. Dann sind wir bei 50 und könnten Handel noch ein hochstufen. Lass uns das kurz mal nachschauen. Das wäre ja top. Evan Morn. Komm, wir kaufen das. Das machen wir. Hat sich eh erledigt. Ich habe die Brust verkauft mit der Charisma drauf. Also von daher. Cheers. Das habe ich wieder verkackt. Aber egal. Weiß im Moment auch nicht mal, wo diese Stadt ist, wo man das lernen kann. Okay, komm. Schwäche heilen. Da Schwäche heilen. Und hier hinten. Die yes. Besten Rüstungen. Wir könnten jetzt natürlich trotzdem kaufen. Weil ich sag mal so, schlecht ist es halt trotzdem nicht, ne? Nur so ein plus 2er Helm. Nee, sorry. Meckern uns nochmal an. Aber. Nee, Mann, sorry. Das können wir nicht machen. Wollen wir die Höhle noch zu Ende plündern jetzt? Komm, wir machen jetzt
Zügelkleber noch komplett durch. Komplett durch machen wir das jetzt hier. Also in der 1 waren wir halt noch nicht. Den will ich mal gucken, wie wir da hinkommen, den runterlegen. Und dann sind wir in der 1. Ist zwar nur ein Kratzer. Au! Wo kommen denn schon wieder 800 Geister her? Au. Dau. Dau. Und jetzt haben wir hier unten auch schon wieder alles weggemacht. Es ist halt echt leicht hier unten. Gold, was wir easy mitnehmen können. Easy money! Ja, alles zu ihm erstmal. Das muss alles erkannt werden. Alles erkannt werden. Alles. Da passt nichts mehr rein! Schon hä? Mit? Was soll das denn sein? Wem soll das denn nützen? Das kommt in die 4. In die 2, 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 in die 2. Kenne ich nicht. In die 3 zum Erkennen. 3 ist Erkennen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin doof wie Arsch. So, nee. Kommst dahin, dahin. So. Sieht es doch ganz anschaulich aus, denke ich. Ist hier sonst noch irgendwo was hingekommen? Nein. Er hat halt jetzt 80.000 Stäbe. Müssen wir auch nochmal gucken, dass wir da dass die halt auch schneller nutzen dann, ne? Ist unsere Klerikerin, dass es den dann nutzt. Ich würde jetzt sagen, dass wir alles haben. Ich weiß, wir können jetzt nochmal dahin gehen. Allerletzten Raum. Wollt ihr das haben wirklich? Wir tatsächlich noch nicht genutzt. Der nächste. Erforscht. Gut hier. Machen wir halt uns einfach mal Fackellicht an. Da. Ganz andere Nummer. Ganz andere Nummer. Haben wir den Helmtumsbuff? Könnten wir reinmachen? Es ist halt auch zu einfach, ne? Den soll ich anmachen. Weil noch haben wir hier nicht alles weg. Das ist hier unten. Ah, okay, der bringt uns hoch. War das jetzt dumm, dass ich hier nicht drauf geblieben bin? Ich schätze mal, dass das nicht gerade einer meiner schlauesten Einfälle war. Nur ein Kratzer? Ist halt alles wunderschön. Aber kümmere dich drum. Ah, jetzt haben wir hier auch alles weggenommen. Nice, 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 nice. Sehr schön. Das freut mich. Cool. Wir könnten nochmal in den Raum gehen. Ich denke mal, aber jetzt. So langsam haben wir doch alles, oder was? Yes, haben wir. Haben wir auch.
Haben wir auch. Haben wir auch. Wir haben alles. Haben wir ja halt auch. Ja. Ja, komm dann raus hier. Ich muss raus. Das ist halt das Nervige. Dann willst du raus und boah, findest du diesen Kackweg nicht. Läufst hier nur noch im Kreis rum. Da waren wir doch. Das ist doch der Hauptraum hier. Hier waren wir auch schon. Von hier aus können wir in die 6. Von der 6 kommen wir doch. Gehen wir mal hier in die 11. 11 waren wir auch schon. Zack. Dann gehen wir hier den runter und gehen hier rein. Oh, jetzt wissen wir nicht, wo wir sind, also machen wir den mal runter und gehen hier durch. Kann doch jetzt mal durch Zufall den Ausweg finden, oder nicht? Ja, die 9. Und der 9 müssten wir aber echt rauskommen jetzt. Da ist er wohl. Und sind noch 3 Geister, die machen wir sofort weg. Soll mich das jetzt beeindrucken? Aber kümmere dich. Ist ja kein Problem. Ist ja halt wirklich kein Problem gewesen. Und jetzt gehen wir nämlich nach Evely und suchen uns das letzte Teil, vorletzte Teil vom Obelisken. Müssen eh noch. Müssen noch hin. Löst das Geheimnis und findet 6 Golem-Teile. Versucht 3 Tatalia. Nein. Wählt ein Richter, holt die Laterne des Heiligen Lichts aus dem Höhlkäfer und bringt sie nach Tarin Windhelm in Armandale zurück. Bringt den versiegelten Brief für Sammler Norbert Trosch und Lordmacher in seine Villa in Tatalia. Können wir halt auch mal machen, ich weiß nur nicht genau, was das zu sagen hat. Bringt den versiegelten Brief zum Feenkönig in der Halle unter den Bergen Evelys. Okay. Also nach Armandale jetzt erstmal zurück. Moin Mädels, moin Jungs, euer Balek. Aber mit Double Speed sollte ich vielleicht hier nicht hoch versuchen. Das geht nämlich nicht so gut. Aber egal, das schaffen wir schon hier hoch. Komm schon. Und da sind wir doch. Nice, Scheiße. Jetzt können wir auch gerne wieder Double Speed anmachen. Ich für meinen Teil weiß halt gar nicht, wo wir das jetzt hinbringen müssen. Das müssen wir nicht noch alles so jetzt genau lernen. Entschärfen bräuchten wir. Haben wir jetzt ja auch mittlerweile. Entschärfen ist auch Forest jetzt, okay? Speer können wir noch einen hoch machen. Ja, das lassen wir doch erstmal so. Sonst hätte ich nämlich jetzt Bogen gesagt. Bogen könnte man tatsächlich nochmal einen hoch machen. Hätte nicht. Was bei ihm dann noch? Meditation wäre natürlich wichtig für ihn. Und dann da Experte werden. Bogen. Bogen nicht so unbedingt.
Sonst ist er überall Experte, ja. Yeah. Meditation 5, Falschen 7, da könnte sie auch schon eine Stufe höher kommen, wenn sie 50 in Charisma hat. Seelenmagie, Körpermagie, die ist da überall eigentlich ganz gut. Ah, also können eigentlich im Moment alle das, was sie so... Also hier Axt noch ein bisschen höher, das wäre nice. Aber sonst bin ich ganz gut davor. Speere wären jetzt mal wichtig, wo ich das lernen könnte. Konnte ich das nicht hier auch irgendwo? Müssen ja eh alle Gebäude jetzt nochmal abgehen. Wegen der Lampe, die ich hier noch jetzt gerade gefunden habe. Und wir haben auch wieder ordentlich was im Inventar. Ganz nett, aber unnütz. Das schaffst du, was ist das? Trefferpunkte plus 5 kriegst einfach mal du. Stärke behältst du lieber, dann kriegst du den. Nein, du kriegst den auch nicht. So, du kriegst den, was hast du hier drauf? Gar nichts, alles klar. Ein Charisma-Hut mit plus 2. Den behalten wir auch. Diesmal behalten wir aber wirklich, dass wenn sie dann kurz vor 50 Charisma ist, dass sie den dann einfach nimmt. Kurz nimmt. Weiß ich nicht. Und dann lernen wir das halt kurz, ne? Wem soll das denn nützen? Was ist das hier? Todesschwarm. Mhm. Verkaufen wir. Tränke haben wir jetzt echt genug. Ihn müssen wir in Erkennen halt nochmal hochbringen. Ist aber sobald wir ihn ausgebildet haben zum, ich weiß gar nicht, was ist die nächste Stufe, Hexer oder so? Dann kann er das ja auch. Guten Tag. Darf ich helfen? Ja, du darfst helfen. Du darfst nämlich meinen ganzen Scheiß jetzt nehmen, wenn ich alles gefunden habe. Aber richtig schön Geld dafür geben. Danke. Guten Tag. Vor allem er auch noch so, ja, danke, ey. Danke, bis dann. Gar kein Problem, wirklich. Kann ich euch helfen? Auch du kannst mir helfen, klar. Vielen Dank. Arme sind wir fast bei 1,8. So, wir haben, also wenn ich hier noch einen Ausbilder finde, ne, dann feuer ich sozusagen unseren Verwalter und nimm den wieder. Wir haben zu viel Geld und geht's eher ums. Also jetzt schnell um die XP, die wir denn eher bräuchten. Feuermagiemeister, bist du das noch nicht? Nein. Was war hier? Kampfkunstexperte. Aha, Ausweichenexperte. Okay. Ja, wo war jetzt der Auftrag, ne? Wo war der Auftrag? Oh, hier? Was war hier denn noch drin? Weg nach Nighthorn. Der Hexer von Nighthorn leben im Donnerfaustgebirge in einem erloschenen Vulkan auf einer großen Insel, ein paar Meilen vom Festland. Während der Kriege der jüngsten Vergangenheit huben die Hexer sich bis nach Steinstadt durch, um ihre Truppen über den Kanal zu bringen. Diesen Tunnel sind noch immer offen und können benutzt werden. Aha, in Steinstadt ist diese... Ah, ich glaube, ich weiß, welcher Tunnel das ist. Der hinten da beim... Oh, wo doch auch dieser Wasser, dieser kleine See ist. Wo dann immer die Wache kommt und sagt, ja, du darfst hier noch nicht durch. Ja, was hat sich denn Richter gesagt? Der Tod des Richters. Des Richters von Amondale hat den Krieg zum Stillstand gebracht. Es ist also ob... Als ob die ganze Welt in ihrem alten Arten anhalten würde. Welche Entscheidung ihr trefft, überlegt euch gut, wenn ihr auswählt. Das hier ist mal wirklich wichtig, mein Herren. Das ist mal wichtig. Sonst war noch nichts wichtig, aber das ist wichtig. Das ist auf jeden Fall wichtig. Was ist da hinten?
Gucken wir nach coolen Zaubern. Oh ja, wenn das. Willkommen in der Luftgilde. Teleport-Zauber da ist, Wasser, dann kaufen wir den natürlich direkt, ne? Das ist ja klar. Sprung ist auch nicht verkehrt, aber ganz ehrlich. Ich glaube, nee, warte mal. Sprung kannst du auch in der Höhle nutzen, nur fliegen nicht, ne? Willkommen in der Gilde des Wassers. Erwachen, Giftnebel, Eisstrahl. Könnten auch nochmal so einen richtig, richtig starken Zauber holen, für der großen Flächenschaden macht. Willkommen in der Körpergilde. Im offenen Feld. Willkommen in der Gilde des Geistes. Geistesresistenz, Furcht verjagen, Telepathie, Nervenschock, Geistesresistenz. Nee. Das brauchen wir alles nicht. Aber wo habe ich denn den Auftrag vorhin angenommen? Harpyon-Hexen. Oh, davon habe ich doch auch schon letztens ganz viele weggehauen. Wo war der Auftrag mit der Lampe? War da hier? Meisterschütze. Aha, ihr habt also den Rang der Kampfmagiers erreicht und wollt jetzt Meisterschütze werden. Wirklich ein Ziel, das es wert ist, erreicht zu werden. Trotzdem werde ich nun jede von euch ausbilden, die genauso viel Herz und Courage wie Talent mitbringt. Kehrt wieder, wenn ihr euch endgültig für das Licht entschieden habt. Wir gehen nur im Weg des Lichtes. Wir sind richtig gute Leute. Dann werde ich euch helfen. Okay. Nur, wie kann ich ihm denn zeigen, dass ich den Weg des Lichtes gegangen bin? Bestimmt muss ich denn ordentlich im Ruf hochkommen, wahrscheinlich. Da immer die richtigen Entscheidungen treffen und so. Ich bin halt gar nicht gut in richtige Entscheidungen treffen, ne? Ganz ehrlich gesagt. Die Ausbildung zum Mönch habe ich gemacht. Wenn ihr einen guten Lehrer für Mönche sucht, solltet ihr unbedingt mit dem hier sprechen. Okay. Hier findet ihn in den Dörfern südlich der Stadt. Da könnte auch der Auftrag mit der Lampe gewesen sein. Den ich halt auch noch abgeben muss. Ich weiß nur nicht, wo ich das hier hab. Der Richter. Da war das nicht. Ein Schärfenmeister. Kann keiner von mir irgendwann lernen, leider. Das ist das Blöde an der Party-Zusammenstellung, die ich gewählt habe. Aber sonst bin ich sehr zufrieden mit der Zusammenstellung von mir. Erdmagie-Experte, das haben wir ja schon gemacht. Aber hier muss doch irgendwo dieser Auftrag sein. Die Entscheidung, alles über diesen komischen Richter. Aber ich habe kein Holz. Ach ja, und einen Ausbilder nehmen wir wieder, wenn wir einen finden. Aber der war hier ja nie. Na komm. Großmeisterschwert kann ich noch nicht, aber werde ich mir auf jeden Fall merken. Wo habe ich denn den Auftrag angenommen mit dieser scheiß Lampe, Alter? Weiß ich halt jetzt tatsächlich nicht, ne? Dann haben wir gleich alle Gebäude durchgehen, gleich nochmal. Weil ich habe ihn jetzt ja auch nicht immer durchgewarnt, schon abgegeben, ne? Hier holt die Laterne des heiligen Lichts aus dem Hügelgräbern und bringt sie Taren Wintern in Harmondel. Wer ist Taren, Alter? Alla, Taren. We're searching for you, Taren.
Was ist denn hier so? Hier ist er nicht. Ah, da ist er doch. Ich danke euch, Herrin von Harmondale. Die Rückkehr der Laterne wird unseren Glauben neu entfachen und es uns ermöglichen, unsere Dienste auch weiterhin anzubieten. Bitte nehmt diese Belohnung an, als Anerkennung und Zeichen unserer Dankbarkeit. Oh. Aber günstiger seid ihr nicht geworden. Vorsicht. Habe ich noch irgendwas Gutes bekommen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nur diesen... Wem soll das denn nützen? Nö, nicht so wirklich was Gutes. Aber egal. Damit sind wir hier in der Stadt ganz gut dabei. Speer haben wir auch nicht gefunden, leider. Können kurz mal schauen, wo wir Speer ausbilden können. Das beim Weg zu... müssen wir jetzt hin? Evely, könnten wir da ja vielleicht einen kleinen Umweg machen oder sowas, dass wir dann da hinkommen. Speer ausbilden. Da Speer. Experte. Ach, guck mal, Evely, das passt ja. Das passt ja echt. Es kann ja auch mal passen, ne? Wo man dann hin muss. Kurz nochmal das Inventar leer machen. Ganzen Briefe da jetzt rein. Boah, da muss man sich aber auch konzentrieren, sonst ist man hier ganz schön lange bei. Und hier mal die gleiche Klickreihenfolge macht. Damit das auch alles in der Truhe landet und nicht sonst wo. Alles klar. Weil wir haben ja den armen Tatalia haben wir ja geholt. Den haben wir ja schon. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Arm. Und dann geht's nach Desert. Desertski. Speichern. Das sieht gut aus, das sieht alles gut aus. Können wir noch ein bisschen im Level aufsteigen? Ihr wollt ausgebildet werden. Na, guck mal, der kann uns gar nicht mehr ausbilden. Weil wir einfach zu gut sind. Hallo? Ihr Mittlerweile wollt werden wir halt auch echt gut, ne? Und wir gehen noch nach Forest. Auch. Und lassen uns nochmal im Entschärfen weiter ausbilden. Oder mussten... Nee, wir mussten dafür auch. Wartet mal, wartet mal. Nee, nee, nee. Können wir noch gar nicht. Das können wir noch gar nicht, denn... Warten wir einfach jetzt mal einen Tag. Gucken mal, wo wir morgen hinkommen. Bis zum Aufgang. Und noch eine Stunde. Zack. Und dann schönen Hallo. Morgen. Ihr wollt reisen? Erika. Ich glaube aber, wir kommen zu Fuß von Erisja nach Evely. Wir gucken uns den Routenplan an. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Was wollte ich jetzt da? Darauf wollte ich. Reisen. Wir wollen reisen. Wir sind jetzt gerade in Harmondale. Könnten zu Fuß? Können wir nur nach Forest? Baron Down könnten wir halt noch halten, aber auch zu Fuß. Und sonst nur? Okay, von Erisa können wir ja nach Tataya, aber nicht. Doch, wir können auch mit dem Schiff nach Evely am Montag oder Freitag. Das ist doch dann perfekt. Das machen wir. Jo, ist gebongt. Montag oder Freitag war das, ne? Und wir haben natürlich jetzt Freitag. Wir haben erst tatsächlich Freitag. Wie geil ist das, dass das so gut passt. Das hatte ich noch nie. Und dann können wir halt auch noch zwei Sachen ausbilden in oder eine Sache ausbilden lassen. Hier, Speer. Super gut. Willkommen in der Körper. Komm, wir nehmen uns jetzt noch richtig geilen Zauber mit. Nee.
Nee, 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 nee. Oder? Doch, doch, doch. Wir nehmen uns jetzt einen guten Zauber mit. Hier ist tatsächlich kein guter Zauber. Präziser der verwundeten Stellen eines Gegners treffen kann. Ah, den holen wir uns, sobald wir Großmeister sind. Im Körper. Dann machen wir das auf jeden Fall. Willkommen in der Gilde der Seele. Geteiltes Leben, den will ich mir nämlich holen. Den finde ich super. Ja, ist ein richtig guter Zauber. Tote aufwecken. Ist auch halt nicht schlecht, ne? Schicksal. Wahrscheinlichkeit des Fähigkeits. Der Zauber kann dazu benutzt werden. Der Zauber kann dazu benutzt werden, die Wahrscheinlichkeit eines Angriffstreffers eines Charakters zu erhöhen. Ah, okay. Seelengeißel, was war das nochmal? Nee, 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 nee. Dann machen wir noch Tote aufwecken. Weil, ganz ehrlich, uns stirbt mir gerne mal einer weg. Tut mir leid, kann ich nicht brauchen. Warum nicht? Rangmeister? Ich bin noch gar nicht Meister. Scheiße, und Tote aufwecken tut wahrscheinlich mir leid, auch nicht. Kann ich nicht brauchen. Ah, okay, okay, okay. Fehlt uns aber nur noch ein Punkt. Ehrlich, haben wir ja bald. Wo wir dann hin müssen, weiß ich nicht. Und ich denke mal, wir können aber direkt Seelenmeister werden. Da mache ich, das ist jetzt noch nicht rausgeschmissenes Geld in meinen Augen. Ihr wollt ausgebildet ja, werden. Auf jeden Fall, so ist es richtig. So ist es richtig. Ah, zwei Level waren das. So ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. Und dann brauchen wir noch einen Ausbilder. Wenn wir jetzt einen Ausbilder finden, wäre das halt top, ne? Fechtmeister. Knappe. Ich finde einen Feinschmied natürlich jetzt, wo ich einen Ausbilder suche, ey. Aber es ist halt immer so, das, was man sucht, findet man nicht. Und das, was man nicht sucht, das findet man. Ja, 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 ja. Aber dann sind wir ja gerade die Ruhe selbst. Oh, ein Erz. Stimmt, wir könnten uns auch nochmal kompletten Rüstungsteile da herstellen lassen, ne? Weil ich finde jetzt auch gerade nichts. Lassen wir uns Rüstung herstellen. Also hier erstmal eine Seelenmagie jetzt hochmachen. Zack. Wo können wir Seelenmagie lernen? Ausbildung Seelenmagie. Bin ich gerade blind? Ich bin halt gerade tatsächlich irgendwie blind. Luft, Licht, Körper, Geist, Feuer. Ich bin doch gerade blind, oder nicht? Licht, Luft, Schatten, spirituell ist es. Ah, nee. Da sind wir doch gerade. Der muss hier irgendwo sein. Ist doch nice. Das ist ja, es passt heute richtig gut. Richtig top. Hey, Meister der Geistermagie, okay, das ist leider nicht. Könnt natürlich auch im Geistermagie dich ein bisschen besser machen. Bogen hätte ich, nee. Bogen mache ich jetzt erstmal nicht. Könnten Kette noch ein bisschen machen. Und dann machen wir noch einen Schild. Jetzt geht es uns eigentlich fast gar nicht mehr drauf. Gleich so, brauchen noch ein. Seelenmagie. Das wäre typisch. Es wäre wirklich typisch. Geistermagie-Experte. Nein. Körpermagie-Experte. Auch nicht. Wir brauchen den Seelenmeister. Du.
Ah, nein, nein, das ist alles nicht. So Streitkolben brauchst du ja auch noch mal demnächst. Nur herein. Damit sie auch mal ordentlich draufknattern könnte, wenn sie Gegner zu nah rankommen. Das Bett lernen nur. Das ist einfach nur so der Ausbilder. Dann hoffen wir mal, dass der hier ist. Dusen, ne? Auf die habe ich auch wirklich keinen Bock. Aber mittlerweile könnten wir, würden wir ganz gut gegen die aussehen. Weil wir den Schutz der Magie haben. Versteinern dürften sie uns nicht mehr können. Das sind sie alles auch nicht. Hier müsste Gegenstand herstellen sein. Ja. Kreuzritter. Experte Lehrer. Auch nicht. Experte Schwert. Bill. Da war Bill. Der alte Tunis-Gut-Bill. Ey. Jetzt weiß ich aber so langsam. Jetzt haben wir doch alle Gebäude durchgeguckt für Seelenmagie. Seelenmagie-Meister, ne? Bin ich jetzt blind gewesen? Hab ich mich hier vielleicht verguckt? Spirituell? Meister? Erika? Hab ich gesehen, ja. Gucken wir hier. Vielleicht ja auch ganz woanders. Großmeister, nein, 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 Meister, Panzer, da, spirituelle Magie. Das ist nämlich in dem anderen Dorf. Ja. Das ist ganz in dem anderen Dorf. Egal, da fahren, dann gehen wir da schnell hin. Und ich sag, wir müssen das alles nur noch vor dem Abend schaffen. Das schaffen wir locker. Das schaffen wir locker. Es ist immer noch, es ist Sonntag. Warum ist denn Sonntag jetzt mittlerweile? Egal, dann warten wir halt ein bisschen ab, bis das richtige Schiff da ist.